Ja, ich begrüße euch erstmal herzlich. Mein Name ist Jonas Caccella, schön, dass ihr alle vorbeigekommen seid. Normalerweise spiele ich mit einem Schlagzeuger im Duo. Das Projekt heißt Neuland. Der Schlagzeuger ist leider verhindert, deswegen Plan B. Ich spiele selber. Und alles, was ich euch heute vorspiele, sind eigene Kompositionen. Und ja, ich freue mich erstmal, dass ihr zahlreich erschienen seid. Ihr eure Aufmerksamkeit schenkt. Ich mache mal einen kurzen Soundcheck. Läuft alles super. Ich habe vorhin erst in Bremen gespielt. Müsste eigentlich alles klappen. Also mal sehen. Ja, und danach erzähle ich euch, was ich eigentlich so genau mache. Ne? Dementsprechend gibt es bei uns auch nicht so richtig ein Genre, sondern wir probieren einfach alles aus, worauf wir Spaß haben. Hat ihr eine Vorstellung von einer Loopstation, wie das so klingt, oder soll ich da mal kurz ein Beispiel vormachen? Beispiel. Come on! Dann, okay, ich nehme mal kurz eine kleine Sache auf und dann rede ich halt weiter, was dann da so passiert. Okay? Auf die Plätze fertig, los. Gerade live eingespielt, Hände sind weg, das Gerät hat es aufgenommen, ich spiele es gleich wieder. Das heißt, ich kann live irgendwas improvisieren und ganz schnell damit meine Kreativität Ausdruck verleihen. Und mit meinem Effektgerät kann ich dann all den Rest machen. Zum Beispiel finde ich das ziemlich einsam und sage jetzt, okay, es gibt einen Bassist, also machen wir mal einen Bass dazu.
So, dann möchte ich mal anfangen mit dem ersten Stück für heute. Der Song heißt When Love Was Gone. Habe ich quasi für die Loopstation geschrieben, um herauszufinden, was man alles damit machen kann. Ja, viel Spaß euch dabei. Thank you.
hatte ich das Ganze für eine Musikmesse bei Thomann auftragen. Dann kam ein Typ zu mir und meinte so, ja, du kannst gar nicht mit den ganzen diese Matenten spielen. Ah, da ist das Ego angekratzt. Ne? Das hatte ich dann gemacht, da musste ich mir natürlich eine Notlösung einfallen lassen. Und dann kam ich zu diesen grandiosen Improvisationen. Ich kann ja auch Schlagzeug und Bass parallel spielen. Ohne Loopstage, ohne Gadget. Und dann quasi das Gadget dazu nehmen, um es schöner klingen zu lassen, hatte ich mich nochmal gerettet sozusagen. Dementsprechend möchte ich euch jetzt ein kleines Solo mal vortragen, wo ich genau das mal nochmal thematisiere. Viel Spaß dabei. Klingt dran. Sehr dran. Mein Bassist. Und jetzt das Ganze zusammen. Angefangen und dann hat man irgendwann festgestellt, es geht einfach nicht, man muss einfach drauf loslegen. Und so ist dieses Stück entstanden, das Ungewissheit getauft wurde. Viel Spaß dabei. Thank you.
Wie spät haben wir es denn? Wie viel Zeit habe ich denn? Nein! Das ist hart! Ihr habt gute Laune. Ich würde schon gehört, wer kommt, der sich beschwert. Okay, dann machen wir nochmal eine ruhige Nummer, weil das war gerade ein bisschen traurig. Ja, nicht schlecht. Mal gucken. Na gut, dann machen wir mal jetzt so eine, ja, ich komme eigentlich aus dem Rock, vielleicht hört man es ja. Ich habe hier angefangen mit Jazz, jetzt machen wir auch mal dementsprechend ein etwas mehr rockiges Rang. Mal gucken, viel Spaß. Hier wird übrigens Jazzgeschichte unterrichtet, deswegen ist das richtig witzig. Genau. Und ja, da geht man hin, um zu tanzen und gute Laune zu haben. So wie heute quasi die Diskothek. Na, das sagen die Leute in den 80ern, heute sagt man Dancefloor dazu. Und ja, ich mache mal jetzt eine etwas modernere Version von diesem Stück. Viel Spaß. Ja. Tanzt, lacht, Spaß. Viel Spaß.